Stellt ihr euch vor, 4 GTX Titan SLI, ne? Das ist doch übertrieben, oder? Findet ihr nicht auch? Weil dann könnte ich rendern, dann ist nach einer Sekunde fertig. Fände ich ziemlich geil trotzdem. Und wäre gar nicht so schlecht, oder? Aber dann hätte ich auch 10 Server im Haus, ne? So, dann würde ich die alle zusammenschließen und mir einen riesen Daten-PC, so ein High-End-Ding zusammenbasteln. Der das halt so verbunden ist und ja. Das dann sozusagen so ein Mega-PC ist, womit ich dann schnell rendern kann, schnell Daten transportieren kann, da mit meinen 2 Milliarden Exabyte Speicher, die ich dann da hier rumliegen habe. Ja, das wäre doch ziemlich nice, finde ich. Natürlich nur, weil es kann natürlich eure Sachen hier sein. So 2 Milliarden Exabyte Speicher, dann könnte man... Da würde ich den Livestream die ganze Zeit nur mehr machen, ja. So Livestream von verschiedenen Spielen gleichzeitig. Dann könnte ich hier richtige Partys hier zu Hause feiern, so LAN-Partys mit, ohne dass jemand was mitbringen muss, ne? Fände ich geil. Fände ich ziemlich geil. Oh ja. Aber da ich ja das Geld nicht habe dazu, muss ich mir irgendwas anderes suchen, ne? Werde ich auch. Ich werde es auch was finden, hoffe ich. Hoffe ich natürlich nur, weil sicher kann man sich nie sein. Und deswegen, wenn man das später so programmieren könnte, kann man sich seine eigenen Spiele entwerfen. Was ich auch ziemlich nice finde. Aber wenn man sich einmal mit der Materie befasst hat, was ich habe mich schon relativ, ich habe mir jetzt immer so pro Tag so, baller ich mir 3 Stunden Wissen rein. Und davon bleibt nur 10 Minuten hängen. Und deswegen, es ist schon hart, alles so zu verstehen, wie sich alles so hintereinander zusammenwurschtelt und dann Spiele zu programmieren. Vielleicht kann ich ja mal irgendwann mal so ein Tutorial machen, wie ich Java lerne. Ein kleines Tutorial von Anfängern für Anfänger. Und wie ich es verstanden habe. Und wie ich es nicht verstanden habe. Oder so, ja? So, dass ich mir dann immer mal ein paar Tutorials angucke, die dann alle zusammenfasse und die wichtigsten Informationen, so wie ich es verstanden habe, dann raushaue. Wäre doch eigentlich auch geil. Und da ich ja, sage ich aber dann auch vorher vor dem Tutorial, dass es von Anfängern für Anfänger ist, sozusagen dann simultan lernen, dass man dann sozusagen gleichzeitig, dass ich dann so ein paar Playlists so erstelle, vielleicht auch, die dann einen da durchwursteln, was man alles so machen kann, ein paar Links geben für 3D Game Tutorials, für 2D Game Tutorials und so weiter. Fände ich ziemlich gut, wenn ich das wirklich so hinkriegen würde. Mal, werden wir mal sehen, oder? Werden wir sehen, ob ich das so hinkriege, wie ich das möchte. Ja, ja. Mal sehen. Okay. So, schaffen wir aber locker, oder? Seid ihr da auch so sicher wie ich? Sehr schön. Und es hat noch nicht mal 10 Minuten gedauert. Ja, na toll. Wo sind eigentlich alle anderen? Wo ist meine Zeit? Ah, da, 31 Sekunden, okay. Mal sehen. Du Boys ist also ganz schön weit weg von uns. Wo die anderen sind, weiß ich nicht. Möchte ich gerne wissen, aber werde ich anscheinend nie erfahren. Also ich sehe sie auch nicht hier hinten, also. Kann ja sein, dass sie irgendwo sind. So, mal sehen. Können wir mal gucken, oder? Die sind alle da. Gut. Haben wir mal kurz geguckt, wo die sind. Und damit haben wir auch das Level hier geschafft. Also das Level ist gut. Dieses Rennen. Und gucken wir weiter mit unserer Meisterschaft, die wir bisher gemacht haben. Und sehen dann mal, was hier so passiert. Im Endeffekt. So, weiter. Wir hatten BTR 86. Ist also doch kein... Ist ein Ruf. Das ist
Aber es kann sein, ein Ruf ist doch ein verbesserter 911er? Ich weiß nicht. Aber dieser BTR 986 sieht auch geil aus. Special Stage Route 5. Okay, 5 Runden. Das ist, glaube ich, eine lange Strecke. Also, sie sieht halt kurz aus. Eine Corvette. Oh, 60. Oh, möchte ich auch haben. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. So, versuchen wir's. Sehen wir mal nach, wie weit wir hier kommen. Naja, oh, es ist in der Nacht. Okay, hier muss ich ein bisschen aufpassen mit den Bremsverhalten meines Autos. Der Ruf hat, glaube ich, auch ein bisschen Probleme. Aber ich weiß nicht, ob es sehr... Jetzt sehe ich es natürlich nicht, weil es dunkel ist. Aber ich hole ja immer noch ein, denke ich mal. Also... Ich mag die Strecke überhaupt nicht. Die ist auch ziemlich scheiße. Der Ruf ist nicht weit weg, also das schaffe ich schon. Oh ja. Schaffe ich. Und jetzt kommt die lange gerade, oder? Nee, schade. Hatten wir schon die lange gerade? So, jetzt habe ich ihn ein bisschen abgehängt, würde ich sagen. Sehr schön. Jetzt kommt nämlich die lange gerade, oder? Ja, kann sein. Mal sehen. Hoffentlich ist da das nicht ein Problem mit unserem... Ja. Es hat kein Problem mit unserem Speed Limit. Wow, er hat sich gedreht, der Ruf. Geil. Da war es doch ein anderer. Es kann natürlich auch sein, dass es ein anderer war. Aber jetzt ist nämlich der wieder zweiter. Aber auf jeden Fall hat sich einer gedreht. Dadurch haben wir Zeit dazu bekommen. Und hier hatte ich meinen Abschuss, ne? Oh mein Gott! Das ist doch nicht möglich. So. Sehen wir mal. Sehr schön. Mal sehen, wie viel Abstand. Da ist nämlich der Punkt. Sehr schön. 10 Sekunden. Gut. Eine Drehung kann also immer noch passieren. Sehr schön, dass wir das geklärt haben. Jetzt ist erst der letzte rüber. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das dauert hier gar nicht so lange. Sehr schön. Sehr schön. Wir werden ja sehen, wie ich das schneide hier. Also gucken wir mal. Wird schon schief gehen, ne? Hoffe ich zwar nicht, aber es wird schon schief gehen. Wir reden Ausnahme zwischen so zwei Rennen zu schaffen, wäre schon, fände ich gut. Finde ich ziemlich gut dann. Das ist schon wieder diese Stelle. Scheiß verkorkte Stelle, Mann. Die Strecke ist sehr, sehr schwer zu fahren. Oh ja, oh ja. Mal sehen. Bei 58. Oh ja, oh ja. Okay. Oh, es kann sein, dass sie jetzt schon über 30 Sekunden haben. Okay, sehr schön.
Hört. Ah, warum soll das hier so denn so enden, dass wir hier überhaupt nichts schaffen? Leider ist der Du Bois immer besser, weil er halt einfach schneller ist. Wenn ich aber jetzt im nächsten Rennen nicht 12. oder 11. wäre, da habe ich schon gewonnen. Dann brauche ich wohl nur 5 Punkte. Deswegen finde ich das gut. Finde ich sehr gut. Sehr schön. Man kriegt zum Glück von diesen Meisterschaften ziemlich viel Kohle. Im Ende, nämlich so, guck mal, Nazca, guckt euch einfach Nazca an, 256.000. Und jedes einzelne Rennen hat auch nochmal, wenn man gewonnen hätte. Also man hätte insgesamt knapp 500.000 oder ein bisschen mehr als 500.000 gewinnen können. Also denke ich mal, dass das ziemlich gut wäre. Aber, ja. Fahren wir weiter. Oh ja. Dam, bam, bam, bam. Da, 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 da. Schaffen wir schon irgendwie. Und deswegen machen wir jetzt, was wir tun. Oh ja. Oh ja, gegen die Wand fahren. Oh ja, gegen die Wand fahren. Ach, wir kriegen die Wand nicht. Mist. Ich dachte, wir kriegen es hin. Aber nein, wir kriegen es nicht hin. Hier war übrigens der Überschlag. Das erste Mal habe ich hier den Überschlag geschafft. Den Erfolg. In dieser Strecke. Aber das war freies Fahren. Da habe ich mit einem Freund Splitscreen gespielt und da habe ich den Überschlag. Und der hat nicht gezählt. Das war wirklich ein Überschlag. Muss man dazu sagen, und nicht nur an der Seite langfahren mit dem Nazca-Wagen. Was war so episch und so spektakulär, das finde ich so geil. Deswegen denke ich mal, dass es gut ist. Ne? Oh ja. Oh ja. Sehr schön. Schaffen wir schon. Irgendwie. 23 Sekunden und dann haben wir 57 da. Wir werden immer besser. Finde ich gut. Nicht wirklich gut. So, und damit war es das mit dem Rennen, ne? Da kommt noch keiner. Ah, da kommt er. Und nicht beste Runde. Schlechte Runde sogar. Wenn ich's mir so ansehe. Damit haben wir aber 100 Punkte Vorsprung. Also wenn wir insgesamt 180.000 kriegen, haben wir 4 Millionen schon. Also wir sammeln uns schon eine ganze Menge Kohle an. So. Das ist ja das letzte Rennen jetzt. Soweit ich weiß, oder? Von dieser Challenge hier. Von dieser Meisterschaft. Und deswegen wird das doch gut, oder? Denkt ihr auch, dass das gut wird? Also ich denke, dass das gut wird. Fände ich ziemlich gut. Und ich fände es auch gut, wenn die mal hier geschaffen würde, das hier zu laden. Sehr schön.